Ich bin Luca, bin 12 Jahre alt und Musik ist meine Leidenschaft. Hallo, kommt rein, ich zeig euch mal mein Reich. Hier bin ich halt zum Malen, zum Gitarre spielen. Ich schreibe auch eigene Lieder. Wollte hart sein. Das ist so ein großes Glück. Mein Vater hat sein eigenes Tonstudio und da kann ich dann halt auch immer drin spielen, arbeiten. Diese Texte, die er so in seinem Kopf hat, also das würde ich mir als Erwachsener gar nicht zutrauen, sowas zu schreiben. Das ist, finde ich, ganz, also ganz wunderschön. Ich habe viele große Wunden. Ja, also ich habe eine Zeit lang speziell für Mädchen geschrieben. In sie war ich halt ganz lange verliebt und da musste ich meine Gefühle ausdrücken. Für The Voice Kids habe ich mir vorgenommen, dass ich meinen Song so gut wie möglich rüberbringen möchte, dass andere halt auch so das darin fühlen, sozusagen, was ich da halt fühle, wenn ich das singe. Und Luca, ich habe gehört, heute ist ein ganz besonderer Auftritt, weil du singst einen Song einer unserer Coaches, nicht? Ja, ich singe von Mark Forster Bauch und Kopf. Bauch sagt Kopf ja, doch Kopf sagt Bauch nein. Findest du Marc auch wirklich ein guter Sänger? Ja, einfach seine Texte, eigentlich alles so. Es ist natürlich ein Risiko, ein Lied zu singen, was ein Coach geschrieben hat. Da kann es natürlich schief gehen, aber ich gebe auf jeden Fall alles, also so viel ich geben kann. Ich hoffe einfach, ich kriege das alles gut hin und verspiele mich nicht oder versinge mich nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das alles glatt läuft. Na, wie geht's? Ja, ich bin aufgeregt. Ja, natürlich bist du aufgeregt, das verstehe ich. Aber vielleicht kannst du mit deinem Auftritt ein paar Mädchenherzen schmelzen. Naja, mal gucken. Der größte Traum für mich wäre, wenn Marc wahr sein würde. Toi, toi, toi. Du tust immer so, als wär's ganz leicht, weil du mir helfen willst, wenn ich nicht weiter weiß. Und das ist nett von dir, ey, ich schätze das sehr, doch das bringt mich nicht weiter. Ist das von Marc? Du bist so fest und unerschütterlich. Ist das von dir? Du wünschst in dir und das ist gut für dich. Ey, ich bin fein damit, ich beneid dich drum, doch das ändert nichts leider. So wie du glaubst, ist so wie du lebst. Und das ist okay, solang's für dich passt. Halt daran fest, für mich geht das nicht. Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt zu Bauch nein. Und zwischen den beiden steh ich, zwischen den beiden steh ich. Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt nein, als schüttelt er sich. Und zwischen den beiden steh ich, zwischen den beiden steh ich. Und weiß nicht. Los jetzt. Ich weiß nicht. Wie heißt du denn? Ich bin Luca und bin 12 Jahre alt. Du, schönes Lied. Ja. Du hast mich den eigenen Text nochmal irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise spüren lassen. Einfach, weil du dein eigenes Gefühl da reingelegt hast. Und ich bin gar nicht so sicher, warum ich eigentlich nicht gedrückt habe. Ich glaube, es lag an dem einen oder anderen Ton, der vielleicht nicht perfekt war. Und weil hier die Konkurrenz so ultra stark ist, konnte ich da nicht drücken. Aber du hast wirklich wahnsinnig viel Gefühl und Verständnis für Text und das war wirklich großartig. Dankeschön. Das ist unfair.
deswegen finde ich, Marc soll singen, Marc soll singen, Marc soll singen. Magst du mit zusammen singen? Können wir machen. So wie du glaubst, so wie du lebst, und das ist okay, solange es für dich passt. Halt daran fest, für mich geht das nicht. Komm. Bauch sagt zu Kopf, ja. Doch Kopf sagt nein, dann schüttelt er sich. Und zwischen den beiden steh ich. Zwischen den beiden steh ich. Und weiß nicht. Und weiß nicht. Jetzt bereue ich den Quatsch ein bisschen, mit nicht gedrückt zu haben. Obwohl du jetzt nicht ins Team Marc gekommen bist, würde ich dir gerne trotzdem das Team Marc Happy schenken. Gerne. Willkommen. Mit. Warte mal, guck mal, bis Lena hat ein Fotochen von uns gemacht. Also es war sehr gut. Hat man ja auch nicht oft, ne? Mal eben noch so ein Duett mit Marc Forster. Ja, auch nicht cool, schlecht. Ne? Und das Foto. Zeig mal.